So, hallo liebe YouTuber, willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr ja schon gut erkennen könnt, geht es wieder um meine Modelleisenbahn. Diesmal geht es wieder um den City Airport Train Cat von Jägerndorfer. Ich habe jetzt der Lok, also dem Taurus, habe ich jetzt einen anderen Sounddecoder eingebaut. Und zwar den von Nusser Modell. Den habe ich zwar schon mal gezeigt in einem Video, nämlich in meinem, ich glaube, in meinem MAF Taurus oder Kyoto Taurus, ich weiß nicht mehr genau. Und da der Jägerndorfer Taurus auch zwei verschiedene Decoder-Steckplätze hat, also einmal den 8-Pol und einmal den 21 MTC, kann ich natürlich auch zum Glück die Nusser-Modell hier einbauen, weil der hat einen 8-Pol-Stecker. Und Lautsprecher habe ich damals von Tams Elektronik welche gekauft. Die schauen so ähnlich aus, also sie sind eigentlich baugleich so wie die Zimo Lautsprecher. Die Schallkapseln habe ich aber von Timo genommen, weil die anderen von Tams, die sind meiner Meinung nach viel zu klein. Und somit hat er trotzdem ordentlich Druck und klingt wirklich sauber, ohne Rauschen, ohne gar nichts. Ja, dann starten wir mal ein bisschen mit dem Video, also mit dem Fahren und mit der Lok selbst. Ich habe wieder, wie immer, habe ich nur auf meinem Smartphone 10 Minuten Begrenzung, weil ich mit 60 Bilder pro Sekunde aufnehme. Und los geht's. So, Licht. Licht ist Pflicht. So. Natürlich hat auch der die Funktion für Fernlicht. Da gibt es nur eine kleine Arbeit zu machen, wenn man sich den kauft. Zumindest war es noch so, wie ich ihn gekauft habe. Das grüne Kabel vom Dekor, den AUX 1, muss man auch an den Stecker anlöten. Der war nicht angelötet, wie ich ihn gekauft habe. Das macht aber nichts. Das ist eine leichte Arbeit von einer Minute. Man muss nur bei dem Pin aufpassen, dass der eine nicht rausfällt, weil sonst muss man den wieder hineinsetzen, erhitzen und dann ihn schauen, dass man gerade ist, der Pin. Sonst ist das eine kleine Farce. So, starten wir mal die Maschinen. Bei dem ist es auf 1 das Fernlicht, auf 2 leiser, auf 3 lauter stellen den Sound, auf 4 das Maschinengeräusch. So, Maschine läuft. Auf 5 habe ich bei diesem Sounddecoder das Horn, die Lockpfeife, das abwechselnde mit Hochtief. Das, was ihr da so hört, was so rauscht, das ist der Stromabnehmer hier oben, der hintere. Die Bügelwippe ist nämlich ein bisschen zu locker als wie bei anderen Modellen und die vibriert. Das hört man eh. Also der Lautsprecher ist in Ordnung, nicht dass ihr glaubt, der Lautsprecher ist kaputt oder oder ist zu laut. Es funktioniert einwandfrei. Nur da hinten im Gehäuse sitzt der Lautsprecher, genau unter dem Bügel, und deswegen vibriert es da oben so. Kompressor ist bei mir hier auf 7, das war schon so voreingestellt. Wie ich das ändern könnte bei den Dekoren, weiß ich nicht, aber das stört mich nicht, weil ich bin schon gewohnt so zu fahren. Jetzt kommt das Waggonlicht. Da habe ich verbaut einen ESO-Funktionsdecoder, einen 8-poligen in den Steuerwagen. Und ich habe selbst elektrische Kupplungen eingebaut, 4-polige. Warum 4-polige? Damit sich die Waggons gegenseitig auch unterstützen, dass sie nicht so flackern. Das ist nämlich hier und wieder mal. Denn normalerweise hat nur der Steuerwagen Stromversorgung über die Drehgestelle. Die habe ich aber selbst eingebaut, auch bei den Mittelwagen. Somit habe ich weniger Ärgernis, dass mir dann hier wieder das beim Fahren flackert. Schaut auch sehr unschön aus, finde ich. Und über die elektrischen Kupplungen versorgen sich die somit gegenseitig und unterstützen sich. Es ist zwar ein enormer Aufwand, das alles zu verkabeln, aber letztendlich zahlt es sich dann wirklich aus, weil es ist manchmal schon nervig, wenn es dann nur noch flackert und die Kondensatoren es nicht mehr halten können, weil es einfach kaum noch Kontakt gibt. Selbst bei sauberen Gleisen und Rädern. So, jetzt geht es mal weiter mit dem Fahren. Ich habe das Video jetzt doch geteilt.
Jetzt mache ich nur noch ein Fahrvideo für euch. Also habe ich jetzt zwei Videos gemacht und die zusammen in den Windows Movie Maker gepackt, dass ich auch mit euch, also für euch ein bisschen mehr fahren kann. So, los geht's dann. Auch der Steuerwagen, der hat Fernlicht.
So, das war's jetzt dann mal wieder. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Den Sound mag ich sehr gerne. Es ist zwar ein bisschen ungewohnt, weil ich eben mit den Steuerungen von mir gewohnt bin, eben wie ich die Funktionsplätze belege. Der einzige Nachteil bei dem Decoder finde ich ist, dass er keinen Rangiergang hat, also dass er mit halber Geschwindigkeit fährt. Sonst echt top. So, ich danke fürs Reinschauen nochmal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.